Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei KASP. Und hier ist wieder euer Mission Controller Legolas. Hier, ja, ich rede hier ein bisschen Englisch anscheinend. ja, wir werden gleich hier. Ach, wir sind schon da gekommen oder wie? Nee. Hä? Irgendwas ist hier gerade faul. Nicht, dass wieder hier das den ganze Manöverding hier durcheinander ist. Moment. Das überprüfe ich gleich mal. Kontroll vom hier. Gut, das passt noch. Ich traue dem Ding nicht mehr. Aber. Irgendwie. Wir entfernen uns doch von der Node. Nee, egal. Rennen. Und wenn nicht, mache ich jetzt einfach gleich ein Handmanöver. So. Also, auf jeden Fall ist da was falsch. Also, ich sehe das doch. Weil eigentlich sind wir doch über den Punkt schon hinaus. So, noch ein bisschen auf der Naut ausrichten hier. Ich werde dann auf jeden Fall versuchen, den ganzen Sprit wieder zurück ins Atomtriebwerk, also das Liquid-Teil, zurück zu pumpen. Was halt noch übrig ist, vielleicht. Ich weiß es noch nicht, das ist alles noch in der Zukunft. So, wie saut es denn aus? Moment, warte mal, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja, also der Kurs hier fällt total beschissen. Ja, dann machen wir jetzt noch ein Handmanöver. Und zwar, wir richten uns Retrograd aus. Erstmal warp ich hier mal. Ja, so einen kleinen Orbit wollte ich eigentlich gar nicht. So. Ja, jetzt sind wir schon unter 300.000, da können wir nicht mehr schneller warpen. Ich habe gesagt Retrograde. So, und das wird man dann mit dem RCS-System machen. Also, naja, ich glaube es nicht, aber ich probiere es erstmal mit dem RCS. So. Also das ist auf jeden Fall gut. Ja, und der verbuttert weiter Benzin. Warte mal, wir warten mal noch ein bisschen, bis wir wieder bei der Node ein bisschen näher dran sind. Wieder ausrichten. So, und nochmal Vollgas. Eigentlich wollte ich 200er Orbit, aber irgendwas war das schon einfach ein faul. So. Ich warte noch mal ein bisschen hier, bis wir da an der Node dran sind. So. So, den Rest mache ich mal ein bisschen von Hand. Noch mal ein bisschen warten hier, bis wir da an der Node dran sind. Korrekturmanöver.
Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja, so ist es doch perfekt. Also jetzt haben wir fast kreisrunden Orbit. So niedrig wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber naja, was soll's. Wo sind wir jetzt? Sind wir eigentlich jetzt schon nahe dem Duna oder nicht? Kuripod. Ah, wir sind schon nahe. Hoch vor allem waren wir noch high auf jeden Fall. Dann senden wir gleich den Report. So, dann nochmal die ganzen Untersuchungen wie vorher gehabt. Wo ist die Luke? Die ist hier. Na, das ist eigentlich egal, wo ich. Ich nehme wieder das Ding hier. Observe Material Bay. Nicht senden. Keep Experiment. RCS aus. Ich habe hier gerade einen Triebwerksausstoß gesehen. Dann Pressure Data. So, Lock. Dann eine Temperaturdata. Komm her. Lock. Keep. Dann machen wir hier die Klappe auf. Open. Hier im Prinzip hätte ein Mr. Q gelangt. Observe. Oh, das gibt viele Daten. Keep. Dann tun wir hier mal das hier in den Kübel speichern. Collect Daten. So. Dann tut unser lieber Bob nochmal aussteigen. Iva. Hallo. So. Hier ist unser Bob. So, Bob der Baumeister. Nein, diesmal nicht. Das ist der Forscher hier. So, speichern. Dann, resettest du mal das eine Mystery Goo? Welches war's denn? Ah, das war's diesmal. Restore. So, und dann das andere Material Bay hier muss auch resettet werden. Ja, go, go, Gummiarm. So, let's go. Mach deinen Triebsack an. Deinen Rucksack meine ich. Deine Düsen. Oh, Moment. Krieg dich mal ein, mein Kleiner. So, ja, er fliegt schon in die richtige Richtung. Sag mal, was ist denn da jetzt heute wieder los? Das hat was mit, ein bisschen mit der Kamera zu tun. Stoß nicht da dran, okay. So, vorsichtig. Nicht wegfliegen. Sonst wird's Outer Space. Restore. So. Passt. Und jetzt muss er wieder zurück zur Türe. Zur Kuvertüre, zur Overtüre, zu irgendeiner Türe. Nee, einfach zum Crew Hatch. Ja, je nachdem, wie man die Kamera hier ausrichtet, umso komische Manöver macht er hier. So. Crap. Du bist falsch schon, aber das weißt du selber. Egal. Bord. Iva Report Hammer. Ja, Bord. So. Den Iva Report können wir gleich senden. So. Weg damit raus. Dann können wir nochmal collecten. Ne, wieso eigentlich? Ne, wir können nichts collecten gerade. Okay. Dann machen wir die Klappen wieder zu. Close. So. Ja. Nun. Kommt das Abstiegmanöver nach Duna. Oh Mann, ich bin da schon ganz hibbelig. Wisst ihr was, Leute? Ich hab was nicht bedacht. Ich muss ja bremsen. Beziehungsweise ich muss mich ja jetzt in die Atmosphäre wagen. Ich brauch die ganzen Deckel hier gar nicht. Es geht ja so gar nicht. Okay. Planungsfehler. Ja, das war für die Katz, hat schön ausgesehen, aber diese Hitzeschilder hier kann ich mir in die Haare schmieren.
Ich werde mal das einzigste, das Hitzeschild hier behalten. Und auf die Maschinen hier hoffen. Nee, das ist auch blöd. Na, ich hoffe, dass ich nicht großartig anfange zu glühen. Ja, dass ich nicht so arg glühe, meine ich. So, ja, was gibt's da weiter zu sagen? Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert, wenn ich hier abkoppel. Control, nee, nicht Control von hier, sondern an. Moment, halt. Undock. Nee, Quatsch, Control von hier. So, und jetzt Undock. Ah, das ist jetzt der primäre Docker hier. Okay, Undock. So. Langsam gleitet das Konstrukt auseinander. So. Gut, ich weiß gar nicht, wieso das jetzt hier auseinander driftet. Nix set as target. So. Die Kontrolle liegt hier am Schiff. Ich könnte jetzt mit den Manöverdüsen ein bisschen zurücksetzen. Genau in die Richtung. So. Bisschen absetzen hier. Electric Charge sieht gut aus. Monopropellant ist da. Oh. Shit. Soll ich nochmal andocken und ein bisschen Monopropper nachtanken? Ah nee, das passt schon. Das wird schon hinhauen. So. Okay. Jetzt wird's spannend. Ich hab Schiss, ey. Ja gut, dann muss ich die Deckel hier mal absprengen, ne? Jettison Heat Shield. Jettison Heat Shield. Ups, es bleibt hängen, Mist. Jettison Heat Shield. Ah, jetzt fliegt's an, da jetzt fliegt's auch weg. Okay, Jettison, so. Ja, leider war das ein Schuss für den Ofen sozusagen. So. soll ich die Antenne besser einfahren? Jetzt seht ihr auch schon, ich habe keine Verbindung mehr zu nichts. Selbst in meinem Robotermodul bringt es nichts. Also man müsste da Relay-Antennen wahrscheinlich anbauen. Durch noch stärkere Antennen. So, dann tu mal die Antenne lieber einklappen. Nicht, dass da was passiert nachher hier beim Ding. Ich versuche auf jeden Fall, dass wir so gut wie nicht glühen. So, jetzt muss ich aber allerdings die Maschinen aktivieren. So. Also ich habe mir da nicht viel bei der Konstruktion gedacht, oder? Okay, oh, das wird haarig, die ganze Sache. Eigentlich muss die ganze Kontrollgruppe hier erstmal nach unten. Die müssen jetzt dahin. So. Das muss weg hier. Und die zwei müssen hier rein. Ja. So. Weil ich muss ja nachher die Fallschirme öffnen. Ich hoffe nur, die Solarzellen reißen dabei nicht ab oder so. Jetzt müssen wir hier gucken, dass wir jetzt hier einen Dings machen. Was ist jetzt hier was eigentlich? Ich weiß es nicht. Das wird man gleich sehen. Apoapsis ist eigentlich wurscht, was wir nehmen. Na, ich glaube, in der Periapsis bremsen wir. Wir machen mal kurz einen Vorlauf. Ja, wir steuern auf die Periapsis zu. Dann setzen wir uns hier einen Kurs. Art Manöver. Wie weit ist das vom Ding weg? Keine Ahnung. So. Dann mal hier, ups, das war zu viel.
haben wir denn hier? 26. Hm, ich weiß wirklich nicht, wo die Atmosphäre da beginnt bei Duna. Ha, möglichst mal nicht glühen, das wäre mir halt am liebsten. Das kann ich wirklich. Das könnte ich mit den Steuerdüsen machen. Ja, da hätte ich die Dinger gar nicht abspringen brauchen. Nee. Naja. Wir richten uns mal schon mal auf den Punkt aus, dann müssen wir brennen. Aha, ja, in. Oder mache ich es wirklich mit den Triebwerken? Müsste mal eine Testzündung machen. Okay, passt. So. Das 6. Ja, das dürfte gut sein. Ne? Ich möchte es eigentlich wirklich mit Monopop probieren. Nee, 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 vergiss was. Das Monopop brauchen wir noch. Deswegen RCS aus. Das brauche ich nicht zum Docken wahrscheinlich. So. Ja, wobei der Manöverpunkt ist sehr weit von der Apapsis weg. So. Oh. Mist. Jetzt habe ich was gedrückt. Nochmal neu. Wo sind wir? Ah. 51. 40. 32. 25. Ja, das dürfte gut sein. Ich hoffe mal, dass wir da nicht allzu arg zu glühen beginnen, aber. Normal ist die Atmosphäre ziemlich dünn, da ist jetzt so viel Luftwiderstand, von daher dürfte eigentlich alles glatt gehen. So, na, ja, der Punkt hier. So, der geht jetzt eher auf den Retrogradpunkt zu. So. 18 Sekunden sagt er an. Na gut, ich brenne wahrscheinlich schon. Ja, ich brenne bei 18, genau. Dann dürfte es keine Probleme geben. So, ein bisschen vorne auf und so. Und burn it, baby. So. Stopp! Ist gut, das war ein bisschen viel. Ach, vergesse so genau, mit der Zeit passt. Was haben wir jetzt? 24, das ist gut so. Jo, dann haben wir einen Abstiegskurs gesetzt. Unser Triebwerk gondelt jetzt hier oben weiter. Ich mache mal ein bisschen Turbo hier. Ja, ah, das wird jetzt als Satellit gezeichnet. Ist ja irgendwie lustig. Eigentlich ist es kein Satellit, so genau gesehen. Es ist ja ein Triebwerk. Eigentlich müsste man da was anderes hinsetzen. Das Symbol für Debris, ja, aber nee, das ist auch kein Debris. So. Wo sind wir denn? 85. So, wir gehen auf die Staging View. Zeig mal. Ja, wir sind richtig ausgerichtet. Retrograd passt. So, wie geht's euch? Ah ja, sie freuen sich alle. Nochmal ein Crew Report? Nee, passt nicht. Ist ja Nier. Ich weiß nicht, ob er da hier von Atmosphären hier dann irgendwie noch Manöver machen kann. Nicht Manöver, sondern Crew Reports, das meine ich. So, die Triebwerke müssten eigentlich so leichte Dings abkönnen, so leichte Hitzeentwicklung. Dafür sind sie doch eigentlich konzipiert. Wenn sie an sind, dann geht es ja auch, also von daher. So, jawohl. Richten Poppes aus. 60, naja, die Atmosphäre von Duna ist noch niedriger, glaube ich. Mal kurz gucken. Ne, Nier, immer noch Space, ja.
Okay, ja Leute, dann würde ich mal sagen, die Landung sehen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.